Spaß alle miteinander. Mundartspaß vom SWR. Bei Verstehe Sie was. Und da kommt jetzt Ihr Gastgeber, Guido Kanz. Das war alemannisch. Guten Abend und herzlich willkommen zu Verstehen Sie was und hoffentlich auch zu Sehen Sie was, denn schließlich sitzen Sie ja vor dem Fernseher und nicht vor dem Radio. Die Menschen hier im Südwesten sind wirklich stolz auf ihre Sprache und wir von Verstehen Sie was unterstützen das, indem wir jede Woche einen prominenten Gast einladen und ihn testen, ob er sich mit den hiesigen Dialekten auskennt. Und wie er abschneidet, entscheide nicht ich, sondern unser Publikum hier im Studio am Ende der Sendung. Ja. Und jetzt freue ich mich auf die Expertenmeinung meiner schwäbisch-pfälzischen Sprachaufsichtsbehörde, bestehend aus meinen beiden Granate-Dublon, wie ich immer sage, Christian Chaco Habekost und Dominik Dodo Kuhn. Dodo, klär mich bitte mal gerade auf, was hat jetzt die Redaktion mir aufgeschrieben? Granate-Dublon, ist das sehr nett? Nicht ganz brutal nett. Ja? Ja, weißt du, was ein Dubler ist? Weißt du nicht, was ist? Dubler ist ein, wie heißt das auf Hochdeutsch? Ist ja nicht so wichtig, die Sprache. Ein Dolpatsch. Also ein Dubler bist, wenn du von einem geparkten Auto überfahren wirst. Dann bist du ein Dubler. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, einer, der hat so Dube im Glas. Mir täte Sache, Dube Glas, Dubler. Entschuldigung, ich wollte mich auch mit bringen. Chaco, wie würde denn ein Pfälzer einen Schwaben bezeichnen? Es freut mich sehr, dass du mich das fragst, aber ich glaube, der SWR wird es nicht einmal in den Untertitel bringen, was ich jetzt sagen müsste. Ich traue mich nicht so richtig. Aber ich mach's doch mal. Mach's mal spielerisch. Sag mal, wie du alter Schwobe Schüttel, du goldischer Schneebrunser, du goldischer Fotzathlet, du. Ich freue mich, dass, wenn du Wind machst, dass der Augenschaft, dass es Stinke kennt. Sind wir wieder gut. Hopp. Ah, yeah, jetzt unbedingt sein muss. Schaco. Es mag ja große Unterschiede zwischen Pfälzer und Schwaben geben, aber ihr beide sitzt heute im selben Boot. Ihr seid ja als Expertenjury hier und beurteilt dann die Gesamtleistung unseres prominenten Gastes mit Hopp oder Top. Genau. Ja. Das Daumen-Hoch-Schild könnt ihr aber hinterher dann auch für den Nachhauseweg benutzen, wenn ihr trampen wollt, weil im Endeffekt ist das ja nur eine kleine Hilfe, weil ob unser prominenter Gast gut abschneidet, entscheidet nur unser Publikum hier im Studio. Und jetzt kommen wir zu meinem heutigen Gast. Es ist ein, wie kann man ihn beschreiben, eher ein ruhiger Typ. Also wenn dieser Mann Action haben will, dann setzt er sich auf eine Kontinentalplatte und wartet, dass sie sich verschiebt. Ja, man kann ihn, glaube ich, so bezeichnen. Deswegen ist heute der Besuch bei Verstehen Sie was für ihn das ultimative Herz-Kreislauf-Training. Er ist, glaube ich, der entspannteste Comedian in Deutschland, kommt aus Ostwestfalen. Guten Abend, hier ist Rüdiger Hoffmann. Rüdiger, schön, dass du da bist. Ja. Das sind der Chaco und der Dodo. Grüß dich, Rüdiger. Hallo, Rüdiger. Hallo. Nimm bitte Platz. Ich habe was vorbereitet, wenn ich das ganz kurz... hallo erstmal. Wie geht's euch? Super Stimmung da. Ich weiß gar nicht, ob sie es gewusst hätte. Jo, tschüss dann. Nein, du musst doch jetzt. Geht doch gerade erst. Du hast dich vorbereitet. Ja. Wahnsinn. Sag mal, welche Klischees über den Südwesten kennst du denn? Ja, ich mach's dann wieder in meiner Sprache jetzt. Also natürlich schaffe Häusle baue. Ne? Das ist ja so. Da wird dem Bewohner des Südwestens so ein bisschen Geiz auch unterstellt. Und das finde ich zum Beispiel total doof. Wirklich, also weil wir Ostwestfalen, wir sind ähnlich. Ich würde das mehr dann so als finanziell zurückhaltend beschreiben. Ja. Finanziell zurückhaltend finde ich sehr gut. Absolut, schreibe ich mir mal auf. Ja. Das ist ein bisschen positiver. Ja, genau. Nicht immer so die. Wie viel Prozent verstehst du denn hier von den Menschen aus dem Südwesten? Gar nichts. Das wird ja lustig heute. Ja. Das haben wir. Das ist super. Aber man versteht dich, das ist gut. Man versteht mich, das ist der Vorteil. Deswegen kann ich hier immer fröhlich auftreten und es macht sehr viel Spaß, ja. Wie ist das Gefühl für dich, wenn du hier im Südwesten auf der Bühne stehst? Ist das so wie überall?
Ja, es ist, wie gesagt, also ich finde ja so diese, die Art, da gibt es schon so eine gewisse Ähnlichkeit, weil die Menschen brauchen auch nicht so viele Worte wie wir Ostwestfalen und das ist schon, kommt mir sehr gelegen. Ja. Das ist nicht so wie beim Rheinländer. Nee, wir klappern ja den ganzen Tag. Ja, ja. Da hat das Sprechen Wert an sich für euch, unabhängig vom Inhalt. es ist so, ja, man muss es ganz klar sagen. Ganz klar sagen, ja. Wir wollen dir natürlich ein bisschen helfen. Ja. Es gibt jetzt einen Einsteigerkurs auf Pfälzisch. Oh. Wir haben einen Experten da, Christian Czako Habekost. Und er hat für dich was vorbereitet, ein Telekolleg auf typisch Pfälzisch. Und er zeigt uns einige Worte oder ein Wort aus seinem Dialekt. Sagt dir auch, wie man es ausspricht. Aber du sollst uns hinterher bitte sagen, worum es sich bei diesem Wort handelt. Also gut aufpassen, viel Spaß bei unserem Telekolleg Pfälzisch. Liebe Zuschauer und Innen, herzlich willkommen zu Telekolleg Pfälzisch, Babbeln für Anfänger. Yo! Yo! In der letzten Folge haben wir uns ausführlich beschäftigt mit dem pfälzischen Sprachstamm Wäsch, woraus nicht nur Worte gebildet werden wie Wäschlumpe. Obacht! Sonst kriegst du einige Wäsche her! Wäschmaschine! Wäschmaschine, Wäschlumpe, Wäschwischmann. Was ein Wäscher her! Da hat so ein Wasching her! Aufpassen! Ich hab so ein Wasching! Und das ist jetzt die Frage: Was könnte auf Pfälzisch ein Wasching sein? Also es hört sich für mich so ein bisschen wie Wirsing an und das wäre dann halt, wenn man gut eingesoffen hat und dann so eine Rübe hat. Besser kann man es gar nicht sagen. Richtige Antwort. Fantastisch. Optimal. Fantastisch. Ja, super. Kann man gar nichts mehr zufügen, oder? Czako. Ja. Das Raffinierte ist, dass er halt natürlich gleich die Verbindung zum Alkohol hergestellt hat. Das passt schon. Außerdem weiß er ja selbst, wie sich so ein Wäsching auffühlt, wie man sieht. Und auf jeden Fall. Ja. Bei uns ist das auch ein Gemüse, gell? Bei uns ist das ein Riebel. Ein Riebel. Das ist ein Mordsriebel, wenn du gesoffen hast. Bei uns darfst du ein Washing, aber nicht mit dem Pashing verwechseln. Ah. Weil das kann sowohl ein Obst sein, als auch eine Rakete. Musst aufpassen. Also Pfälzisch scheint dir ganz gut zu liegen. Wir kommen jetzt zum schwäbischen Dialekt. Für viele ist Schwäbisch genauso schwer zu verstehen wie die Relativitätstheorie. Und Rüdiger Hoffmann soll uns jetzt hier nicht den Einstein machen, aber wir haben Menschen in der Landeshauptstadt befragt. Die haben uns einige Begriffe auf Schwäbisch erklärt, haben uns aber netterweise einen übrig gelassen. Und den soll Rüdiger Hoffmann am Schluss genau uns erklären. Schwäbische Sprache, schwere Sprache. Was ist das? Amina Schlupferle. Amina Schnupferle. Aminas Schlupferle. Amina wer? Ein Schlupferle. Ein Unterhose. Französisch? Oh la la. Kontaktsuche. Anhänglicher Kuschelmensch, oder? Sie weiß es. Ja, ich weiß es. Eine Freundin, oder mit der man ins Bett geht, ein Minaschlupferle. Ja, so. Richtig. Und das ist? Oh Gott, jetzt wird es richtig schlimm. Dulo, nee. Wenn die viel Haschisch geraucht haben, dann sagen die mal, ich habe Dulo. Dulla, Dulo. Dullala. Wenn du zu viel gesoffen hast. Sie kennt sich aus und er weiß es. Ein Dulo ist ein Rausch. Jetzt wird's schwer. Stierkländer? Stier. Welches Tier? Stierkländer. Ist das Stuttgart? Länder? Von Stuttgart hier irgendeiner, der so hier wohnt. Falsch. Wie heißt's richtig? Stiergeländer. Treppengeländer. Treppengeländer. Genau. Ja. Genau. Und weiter mit dem Soggerhopf. Soggerhopf. Mit Socke was zum Tor. Mit den Strümpfen rumrennen. Und wo zum Beispiel? Stadion oder sowas. Das soll in Deutschland sein. Wo sonst? Oh Gott, Hilfe. Kann man Oma anrufen oder so, aber nee. Weiß ich auch nicht. Der kluge Kopf errät den Soggerhopf. Wie wir gemerkt haben, bist du ein kluger Kopf. Das hat ja beim Pfälzischen gut funktioniert. Tja. Hast du eine Idee? Soggerhopf? Ich habe so spontan gedacht, irgendwie Sackhüpfen, aber Also Sackhüpf. Kommt drauf an, es gibt Regionen, das sieht dann, glaube ich, ne, fast so aus wie
Beim Sackhüpfen, oder Dodo? Aber es gibt schon Leute, die haben ziemlich große Socke. Ich weiß nicht, was du für eine Größe hast. Ich habe gar keine heute. Ah. Also sparsam. Aber hüpfen die im Stehen oder im Liegen so übereinander? Erst im Stehen. Ach so, und dann im Liegen. Ja. Danach gibt es auch später liegen auch welche. Ja. Wann wird die Sendung ausgestrahlt? Ab halb elf. Ab halb elf, ja. Okay. Mhm. Also wenn jetzt in Ostwestfalen ein Schützenfest wäre, dann... Da wird da sogar gehopft. Hast du eine Ahnung? Ja, aber das möchte ich jetzt hier nicht so aussprechen. Also das es ist, die richtige Antwort ist eine Tanzveranstaltung, ja, auf dem Lande. Ah. Und da wird halt... Gehüpft. Sozusagen, ja. Statt tanzen. Auch, ja. Okay. Hättest du noch was zuzufügen, Dodo? Sogar auf. Mit dem Sorgehof, ich weiß nicht, zuzufügen hätte. Hätte ich ja. Halt super. Habe ich es gut erklärt? Ja, das hast du hervorragend. Eine Tanzveranstaltung eher im ländlichen Bereich. Also der Stuttgarter, der hat nicht Sorgehof dazu sagen. Mhm. Ja, Paderborn ist ja auch Großstadt. Also ja. Wie heißt das bei euch dann? Ja, Schützenfest mit Tanzen und Saufen halt. Ja, es wäre jetzt kein so ein sparsamer Begriff. Sorgehof ist kürzer. Okay. Ja. Du bist ja jetzt dran als Experte. Wie hat sich denn der Rüdiger bis jetzt geschlagen? Hat das gut gemacht? Er hat es gut gemacht, ja. Ich finde, also, das ist ein bisschen schwierig. Also, wenn man jetzt ehrlich ist, dann müssen wir natürlich kritisch bleiben. Irgendwie. Oh. Irgendwie, vor allem, was ich eigentlich lustiger fand, war beim Stiegelgländer. Da hat er ein bisschen geguckt, wie so über Mäde Grott. Was ist das für Grott? Das versteht man doch, versteht man das nicht? Nee, man muss schon ein bisschen deutlicher mal. Über Mäde Grott, das versteht man. Wie eine vom Rasenmäher überfahrene Froschlurch, wie ein vom Rasenmäher überfahrene Kröte, das sagt man halt so. Was ist denn das schwierigste Wort im Schwäbischen, kann man das sagen? Gibt es ein kompliziertes? Nee, komplizierter nicht, weil wir machen es ja kurz, finanziell konservativ. Genau, zurück, es kostet nicht so viel Zeit. Guck! Zum Beispiel ein Wort, das außerhalb von Baden-Württemberg vom Schwaben kein Mensch versteht. Guck. Ja, das haben wir ja. Also wenn man die Arke aufmacht, gucken wir. Man sagt da nee, kurz. Nee, das ist ganz falsch. Nee, oh, ganz falsch. Das ist eine Einkaufstüte. Das ist bei uns ein Guck. Hast du Guck dabei? Ganz kurz, weil ist deine Einkaufstüte kaputt? Heißt bei uns, ist dein Guck hey. Der Guck hey. Wieder was gelernt. Chaco, wie hat sich denn Rüdiger bis jetzt in deinen Augen geschlagen? Ja, ich will das nicht so kritisch bewerten und mit dem Daumen runter und so. Ich finde jemand, wenn er sich schon so, und er versucht sich wirklich dir sympathisch zu machen, indem er seine Herkunft, die ja edler Natur ist, Ostwestfalen, mit deiner praktisch gleichsetzt. Ich will einfach den Versuch eher werden. Ich finde es toll. Also wie ich sag mal, es hätte schlimmer kommen können. So den Pelzersaare. Und was mir gefällt, ist diese Entspanntheit, diese Coolness. Die kommt uns Pelzer eigentlich mehr entgegen. Weil man sagt, endlich, wenn man so einer See geht und Wolfisch, und man sagt, oh, da, gehst du noch gesund und munter? Und heute schmeckt es schon wieder, nicht? Ja. Ja. Schön. Ja. Du merkst, du kommst gut an bis jetzt. Ja, also, absolut. Muss ich wirklich sagen. Das ist schon eine schwierige Verbindung, die beiden. Also der Pfälzer und der Schwabe, das ist ein gesunder Konkurrenzkampf. Das gibt es ja bei uns in Nordrhein-Westfalen auch. Ja. Der Rheinländer und der Westfale sind ja auch sehr unterschiedlich. Ja, das stimmt wirklich. Also eigentlich ist es schon sehr unterschiedlich, wie gesagt. Also Karneval zum Beispiel, wie jetzt in Westfalen wird gefeiert? Wird da gefeiert überhaupt? Also wir haben das in Paderborn mal versucht, so vor 20 Jahren ungefähr, da haben wir mal so einen Rosenmontagszug gemacht, da hat es dann aber geregnet, da ist dann keiner gekommen und im nächsten Jahr haben sie es dann halt wieder gelassen, also ja. Darf ich mal klatschen an der Stelle? Ich finde das großartig. Das ist gut. Die machen nichts Unnützes. Ich finde das super. Nee, es ist ja auch der Unterschied zwischen Rheinländern und Westfalen. Ist ja auch der Rheinländer verspricht immer viel, hält aber nichts. Mhm. Und der Westfale, der verspricht nichts, hält das aber dann auch. Ja, ich meine... Man kann es eigentlich gar nicht schöner sagen. Ja. Rüdiger ist ja einer der erfolgreichsten Bühnenkünstler überhaupt. Deswegen, also das heißt, im Vorsprechen vor Leuten ist er natürlich sehr geübt. Das kann er sehr gut. Die Frage ist, ob du auch Leuten nachsprechen kannst. Das üben wir jetzt in unserem nächsten Spiel. Und das heißt, wie bitte? Darfst du bitte mitnehmen zu einer jungen Frau hier vorne? Das ist die Silke Theis aus Pottum. Ja, hallo. Vielleicht können Sie aufstehen. Hallo. Das heißt, wo liegt Pottum und was ist Ihr Heimatdialekt? Pottum liegt im Westerwald in der Nähe von Montabaur und unser Heimatdialekt, ja, unser Platt halt.
Man würde sagen, Weller Platt, ist das richtig? Ja, so schick. Ja, genau. So schick, genau. Und die Silke hat eine Aufgabe mitgebracht für dich. Es gibt jetzt einen Satz, den sollst du in Originaltempo bitte nachsprechen. Hoffentlich nicht zu schnell. Ja. Wir wollen ja auch nicht, dass sich die anderen Sendungen verschieben. Ja, genau. Ja, genau. Ja. Silke, bitte. Ja. Mein Eidam, der Schode, gasset Atz im de Bäuerem und simuliert, wo he sei Brill verloren hat. Dort geschirr im Recht, horre doch de ganz Norsch gebarft. Aber jetzt nicht den ganzen Satz. Nein, bleib doch ruhig. Oder war aber ganz erschrocken gerade. Wir machen das jetzt Stück für Stück, das ist vielleicht einfacher. Vielleicht dann nochmal, bitte. Gut. Min Eidam de Schote. Min Eidam de Schote. Gasset at im de Bäuerin in simuliert. Gasem at ins Gebäuerin in simuliert. Wo he sei Brill verloren hat. Wo he sei Brill verloren hat. Das kann ich sogar direkt übersetzen. Dort geschehe im Recht. Dort geschehe im Recht. Horre de ganz Norsch zu viel gebarft. Hatte ganz Norsch zu viel gebarft. Genau. Hast du irgendeine Ahnung, was du gerade gesagt hast? Ihr Alter, der blöde Hund hat seine Brille verloren. Ja? Die Nacht zu viel geschnarcht hat. Pass auf, wir gucken uns das mal an, wie das in Schriftsprache aussieht. Das ist Weller Platt, Westerwälder Platt. Eidam, willst du es nochmal lesen? Min Eidam de Schode gastert Atzem de Boy erem en simuliert. So skandinavisch klingt das, ey. Wo sei Brill verloren hat, dort gescheit im Recht, harre dort de Nost. Civil A. Er hat in der Nacht seinen Willen gekriegt. Was glaubst du denn, was das heißen könnte ungefähr? Dabei hat er seine Brille verloren beim. Beim. Ach so. Nee. Silke, vielleicht später ausgestrahlt. Vielleicht lösen Sie einfach mal auf, ja, genau, was das heißen soll. Das heißt, mein Schwiegersohn, der Narr, läuft dauernd um das Haus herum und überlegt, wo er seine Brille verloren hat. Das geschieht ihm recht, hat er doch heute Nacht zu viel getrunken. Ah. Hervorragend. Silke, vielen, vielen Dank. Gruß in den Westerwald. Ja, danke. Rüdiger, kommst du wieder bitte mit hoch? Es war schwer, oder? Zu viel gebufft, ja. Gebufft. Ja. Ja. Was sagt denn unsere Expertenjury? Wie viel Westerwald steckt in Rüdiger Hoffmann? Chaco. Also, ich stehe sage, das mit dieser Interpretation, dass er nachts seinen Wille gekriegt hat, die Brille verloren hat, Rüdiger hat voll die wilde Wutz rausgehängt. Also, ich muss sagen, es war jetzt vielleicht inhaltlich nicht so richtig, aber sehr bemüht. Und ich finde nach wie vor, Rüdiger, du machst das richtig. Langsam nachdenken, noch nicht hudeln. Wenn es nicht richtig ist, nochmal anfangen, genau die richtige Haltung. Viele Leute haben ja mit Vorurteilen zu kämpfen. Mhm. Es gibt Menschen, die sagen, du, der Ostwestfale an sich sei sehr langsam. Ja. Rüdiger Hoffmann ist jetzt, finde ich, das Gegenbeispiel. Du bist ja jemand, der sagt, wenn ich mal Hunger habe, dann mache ich mir auch gerne mal eine 50-Minuten-Terrine schnell. Das geht ja wunderbar. Und das ist bei Schwaben und Pfälzern ja auch so. Es gibt einige Vorurteile. Und wir kommen jetzt zu unserem Heimatcheck. Und jetzt werden Dodo und Chaco dir mal auf den Zahn fühlen. Oh. Was gibt es für Gebräuche und Besonderheiten in diesen beiden Volksgruppen? Chaco, es geht darum jetzt, wie tickt die Pfalz? Lieber Rüdiger, sowohl in Württemberg als auch in der Pfalz gibt es natürlich sehr, sehr viele verschiedene Weinstuben. Jetzt hat aber eine Umfrage unter ostwestfälischen Touristen ergeben, dass 99,9% von ihnen lieber in einer pfälzischen Weinstube einkehren als in einer schwäbischen. Kannst du dir denken, warum? Weil die Gläser wahrscheinlich ein bisschen größer sind. Okay. Sehr gut, sehr gut. Ja, das könnte auf jeden Fall ein Grund sein. Aber du musst dir das vorstellen wie ein Film. Also ein ostwestfälischer Tourist kommt in eine pfälzische Weinstube, okay, öffnet die Tür, drin sieht er lauter Eingeborene, um einen Tisch versammelt, alle anderen Tische leer, halte sich an ihre große Blumenvase fest voller Weih. Er guckt noch ein bisschen unsicher, dann guckt er so, sagt, komm, da hock dich her, komm mal einer trinken, da hast einer. Und dann wird er eingeladen. Schnitt. Der ostwestfälische Tourist kommt in eine schwäbische Weinstube, die Tür geht auf, drin sitzen verschiedene Schwaben einzeln an ihren Tischen vor kleinen Gläsern. Er wartet eine halbe Stunde, dann meldet sich der erste Schwabe gastfreundlich und sagt, was ist, gib schon aus. Das ist der Grund. Ah, okay.
Das, Alter, das ist eine Beleidigung. Das ist eine direkte Beleidigung, nicht nur gegen mich, sondern gegen mein ganzes Volk. Ist immer wieder gut, Komm, ganz feiner. Ich freue mich jetzt schon auf Rüdigers Schwabenminute mit Dodo. Bitte schön. Rüdiger, wir Schwaben haben ja auch entgegen der Volksmeinung ein falsches Image. Entgegen der Volksmeinung ist der Schwabe ja alles andere als bruttlig, sondern er ist sehr emotional, Typ voller Emotionen. Mhm. Und so freut sich der Schwabe zum Beispiel, wenn er Besuch kriegt, nicht bloß einmal, sondern dreimal. Warum? Wenn er kommt, wenn er wieder geht, auf jeden Fall auch. Ja. Und wenn er was. Aber überleg doch mal, warum könnte sich denn der Schwabe, warum freut er sich denn, wenn der Besuch wieder geht? Dann, wenn man diesen Geiz so unterstellen würde, dann würde man sagen, damit er halt nicht noch irgendwas isst oder so, was man selber noch. Ist viel einfacher, Rüdiger. Bitte? So, der Helfer ist viel einfacher. Ja. Freut sich einmal, wenn der Besuch kommt und doppelt also zweimal, wenn er wieder geht. Okay. Ja, aber war ja nah dran. Ja. Also, war ja nah dran. Ja. Nah dran. Super. Ja. Ja. Es gibt auch leckere Sachen zu essen hier im Südwesten. Ah. Und ein Gericht werde ich dir jetzt vorstellen in unserem Spiel. Und das heißt, iss was. Und deshalb gehen wir beide, Rüdiger, darüber. Isst du alles? Oder bist du Vegetarier oder sowas? Ich war mal Vegetarier, bin ich aber nicht mehr. Ich esse eigentlich alles außer Gehirn, würde ich jetzt nicht essen. Stell dich mal bitte hier hin. Vegetarier sollten ja vielleicht keinen Döner-Teller essen oder sowas. Ja, ja. Und Leute mit Kartoffelallergie vielleicht keine Reibekuchen oder sowas. Nee, ich bin nicht allergisch. Auch nicht, alles klar. Ja. Und wenn man so aussehen möchte wie Heidi Klum, sollte man vielleicht auch nicht 3 Packungen Chips abends essen, sondern eher auf Möhren. Aber nicht so Gehirn oder sowas. Nee. Okay. Umsteigen. Das ist jetzt ein schwäbisches Gericht. Ah, das riecht lecker. Das sieht auch lecker aus. Und du musst jetzt gleich uns bitte sagen, wie könnte dieses Gericht aus dem Schwäbischen heißen? Könnte das Krisenschlotz sein? Ist es vielleicht Schlumbeweihe oder ist das ein Oferschlupfer? Jetzt könntest du mal probieren, wenn du willst. Ja, also ich probiere auch gerne mal mit. Möchte jemand probieren aus dem Publikum vielleicht? Ah, die Dame hin. Moment. Das sieht aber echt lecker aus. Das sieht sogar sehr lecker aus. Du kannst ja mal ein bisschen beschreiben, was du so schmeckst, die Dame, wenn sie mal probieren möchten. Ja, der SWR lässt sich das was kosten hier. Schmeckt's gut? Mhm. Ja? Mhm. Ja. Habe ich selber gemacht? Selber gekocht. Wonach schmeckt, was ist denn drin? Das ist Vanillesoße mit Apfelkuchen. Mit Apfelkuchen? Ja. Zimt. So. Aber schmeckt es nach Krisenschlotz? Nicht so wirklich, nee. Muss ich sagen. Aber so ein bisschen schlotzig ist schon, ne? Schlotzig ist es auf jeden Fall. Aber ich weiß auch nicht, Ofa-Schlupfrings. Ich würde auf das hier Schlumber. Also Krisenschlotz machen wir mal weg. Machen wir weg. Den machen wir mal weg, okay. Mhm. Also du bist ja nicht sicher, ob Schlumbeweihe oder Oferschlupfer. Du musst dich entscheiden. Ich mach mal Oferschlupfer. Also du glaubst, Oferschlupfer ist es. Mhm. Und damit liegst du absolut richtig. Das ist die richtige Antwort. Kommt aus dem Schwäbischen. Das ist eingelegtes Brötchen in Milch mit Äpfeln. Wird dann in den Ofen geschoben. Und deswegen, weil es aus dem Ofen herausschlüpft, ist es ein Oferschlupfer. Könnt ihr mir das für die Rückfahrt einpacken, dass ich das mitnehme? Und wenn Sie, liebe Zuschauer, das nachkochen möchten, das Rezept gibt es auf unserer Homepage, swr.de. Aber es war gut, ne? Wirklich lecker, ja. Sehr lecker. Chaco, wir wissen alle, Rüdiger hat starke Nerven, aber hat er auch gute Geschmacksnerven? Ich finde schon, aber wie siehst du das? Ja, auf jeden Fall. Also das ist ein absoluter Genießer. Ja, und da kommt es natürlich wieder, man muss cool, man muss entspannt sein beim Genießen. Vielleicht auch ein bisschen langsamer sein beim Genießen, nicht so schnell essen. Und das haben die Schwabe uns Pelzerfleisch voraus. Der Pelzer ist ja eher fettarm. Und deswegen etwas schneller. Nicht? Also deswegen, ich sage es jetzt einfach mal ganz offen, ich muss mich jetzt an dieser Stelle outen. Das ist die dritte Sendung. Ich hack die ganze Zeit auf der Schwabe rum. Ich habe eine schwäbische Schwiegermutter und wenn die Kässpätzle kocht, da schmilzt ich dahin. Ich liebe die Schwabe. Hallo, sind wir wieder gut?
Das ist jetzt ein Gericht aus deiner Heimat, Dodo? Ofenschnupfer, ja. Schwäbisch. Wie hat er sich gemacht als Gourmet-Tester? Keine Frage. Was mich ein bisschen enttäuscht, also das ist, ja, also arttechnisch, also hättest du jetzt schon noch eine Tupper-Schüssel dabei haben müssen. Ja, ja, zum Eintuppern, ja. Da kannst du auch noch was dazulernen, aber wir sind ja noch am Ende der Sendung. Ich bin übrigens auch, weil er von Verwandtschaft schwätzt, meine Schwester ist nach Paderborn verheiratet. Ach, nee. Also ja, wir haben da auch so einen Connect irgendwie. Und mit wem da? Das sagt man jetzt nicht. Das wird er euch kennen. Gibt ja nicht so viele. Die ruft immer an und stellt Maultaschen, weil sie so Heimweh hat. Irgendwie. Mhm. Gott, jede Woche schicke ich ihren Bananenkarton hoch. Mit der Mitfahrzentrale, weil die ist billiger. Ja, das ja, kann ich nachvollziehen. Mein Cousin hat eine Metzgerei und dann kriege ich immer sogenannte Care-Pakete geschickt. Ja. Auch mit vakuumverpackten Maultäschle. Und das ist schon was ganz Feines. Lecker. Mhm. Was isst man denn in Ostwestfalen so Typisches? Ja, also man trinkt eigentlich mehr, aber man muss auch mal was essen. Also was wir schon machen, ist so Grünkohl mit Pinkel, ist so bekannt, westfälisch. Kennt man das hier auch, oder? Ob man schon mal gehört, ja. Pinkel ist bekannt. Ja, ich würde sagen, eine Art Mettwurst. Ja, genau. Aber für uns eben dann dazu das Getränk, und das ist natürlich ein Pilz dann, aber eben ein 7-Minuten-Pilz. Also jetzt nicht so ein wässriges Zeug da, wie bei euch aus dem Rheinland, in so Reagenzgläsern, also diese... wo man dann gar nicht so, und am besten direkt drei, also nee, wir haben so einen Pilz, das dauert 7 Minuten. Ja, und die Zeit, die muss man eben auch überbrücken können. Und das ist für uns Westfalen überhaupt kein Problem. Also man sitzt dann zum Beispiel da so an der Theke, das Bier läuft so langsam ein ins Glas. Und dann sitzt dann irgendwie der Kollege daneben und dann sagt man mal so irgendwie so, nach einer Zeit dann so, und dann guckt er schon mal so ein bisschen in die Richtung, wo man so sitzt, so, und dann sagt er vielleicht dann auch mal wieder nach einer Zeit so, jo, da sagst du was, ja. Und dann wieder nach einer Zeit sagt man so, jo, das sag auch, Mann, ne. Ja, zack, sind die 7 Minuten rum, und man, ja, man... Psychologe würde jetzt zu dir sagen, Rüdiger, was ist das, was du siehst? Zeigefinger. Richtige Antwort, genau. Ah, okay. Ich merke, du kennst dich aus. Ja. Das hilft dir bei unserem nächsten Spiel. Und das heißt, wo ist was? Und da gehen wir jetzt wieder rüber. Du sollst unseren beiden Figuren da drüben zu einem perfekten, vernünftigen Körper verhelfen. Wir haben jetzt hier einige Körperteile auf Felsisch für dich vorbereitet. Oh. Und du sollst jetzt gleich bitte diese Schilder nehmen, die sind magnetisch, und sollst sie irgendwo an Hänsel und Gretel festmachen. Mhm. Und wir werden dann hintergucken, ob du das richtig zugeordnet hast. Und für dich schwierig, es sind nur 30 Sekunden. Oh. Hast du verstanden, worum es geht? Ich habe es verstanden, ja. Ich versuche ein bisschen die Zeit jetzt schon rauszuzögern, um schon zu überlegen. Nimm dir schon mal eins. Nee, gut, ja. Okay, die Zeit läuft bitte ab jetzt. Das müsste ich hinten drauf kleben. Ist geht egal, ist okay, du kannst ja hinter sagen. Wie viel habe ich noch? Oh, noch so 15, glaube ich. Kann man auch hier was hinkleben? Die letzten 5 werden angezählt. Bauchnabel. Nee, das hatte ich ja. Bagge. Okay. Oh. Letzten 5. Ist egal. Warte, schon mal sehr gut. Dann stell dich mal darüber, dann können wir mal auflösen. Okay. Ja. Also, du glaubst, was ist Backe, was ist das? Backe. Wir gucken, ob das stimmt. Das ist die Backe, das ist absolut richtig. Hast du schon mal gut gemacht. Ja. So. Gosch. Gosch. Der Mund. Ist bekannt. Halt die Gosch. Ja, sehr gut. Jetzt bin ich mal gespannt, was soll die Pratsch sein? Die Hand. Okay, gucken wir mal, ob das stimmt. Auch richtig, super. Was soll denn das, was glaubst du, was das ist? Das habe ich da ehrlich gesagt nur so hingeklebt, weil ich keine Zeit mehr hatte. Aber vielleicht ist da ja was passt. Die Leber, ja, die ist ja hier, rechts da. Ja, ja. Die wollte ich ja, genau, da wollte ich die ja. Ja, ja. Und dann es gibt ja Leute, die haben eine große Leber. Schluss, ja. Lass mir einfach mal gelten, die Leber ist ja okay, wunderbar. Den Bumm wolltest du? Bumm, dachte ich so, hier. Ach so, den Puppes. Popo.
Das Herz. Oh, die Pumpe. Die Pumpe, die Pumpe. Ja. Dann haben wir hier unten Grusle. Was soll das sein? Füße oder was? Ja, dachte ich. Guck mal, ob das stimmt. Nee, das sind die Haare, die Locken. Oh, ja. Die ich und jetzt mal bin ich mal gespannt, was für dich eine Goschel ist. Das war ja auch so auf dem letzten Drücker. Und ich dachte, Goschel ist vielleicht so ein lustiges Wort für Bauchnabel. Oder wieso so. Wieso lachen die Damen hier vorne? Das ist die Gurgel. Ah, die Goschel. Aber ich finde, du hast dich sehr gut geschlagen. Finde oder ich so, auch. Ja. Hast du gut gemacht. Bleib mal hier vorne stehen, ja, bitte. Chaco, du bist ja nun Pfälzer. Ich weiß jetzt nicht, ob du dich jetzt von ihm als Schönheitschirurgen behandeln lassen würdest, aber er hat es ganz gut zugeordnet. Ja, es wird auf jeden Fall gemacht, auch mit einer gewissen Schnelligkeit, die ich ihm nicht so zugetraut hätte. Aber uns mal, mir war es am wichtigsten, das mit der Leber, weil das ist für die Pfälzer eines wichtigste Organ, ja, ja. Das ist das Allerwichtigste. Und dass du das noch gerettet hast, ja, das ist uns ganz wichtig, weil bei uns hat die mehr Arbeit, die Leber, insofern klar, ist das sehr wichtig. Ja, weil man muss aufpassen, in der Pfalz muss einer schon viel saufen, bis man sagt, der trinkt. Das ist nur eine Silbe bei, ja. Also hat das gut gemacht. Auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall grün. Toto ist, glaube ich, auch ganz zufrieden. Wie hat dir denn die Rüdiger-Hoffmannsche Form von Körperwelten gefallen gerade? Das hat der Bruder auch gut gemacht, muss man schon sagen. Also das mit den Gruseln hat er ja nicht wissen können, weil wir zwei haben keine Haare. Das ist ja. Also, das gerät ein bisschen aus dem Fokus raus irgendwie. Das mit der Leber ist gut gerettet, weil das war eine pfälzische Leber, die war ziemlich groß irgendwie. Also ich, auf jeden Fall super gemacht. Was mich ein bisschen stört bei den schwäbischen Figuren, sind doch, glaube ich, schwäbische Figuren, weil da fällt das wichtigste Körperteil, der Geldbeutel. Aber du hast es auf jeden Fall gut gemacht. Und ja, war nicht leicht. Jetzt kenne ich ja viele Leute seit vielen, vielen Jahren sehr erfolgreich von der Bühne. Du bist ja auch ein guter Musiker, aber wir haben jetzt ein Spiel für dich vorbereitet, wo wir uns alle schon sehr drauf freuen. Und das heißt bei uns Karaoke. Oh. Und Karaoke machen ja viele auf der Geburtstagsfeier auch, aber es gibt eine besondere Form. Wir gehen mal darüber zu unserem Stern. Ja. Die Saskia hat auch ein Mikrofon für dich vorbereitet. Es gibt jetzt ein schönes Stück, und zwar, das heißt eigentlich im Original Michaela von Bata Ilic. Bata Ilic. Kennst du? Ja, so vom früher halt. Michaela. Als, ja, ja. Aha. Und bei uns gibt es aber. Bei uns gibt es eine alemannische Version davon. Alemannisch, weiß ja, in der Freiburger Ecke redet man so. Und du singst jetzt so, wie sich Bata Ilic vielleicht anhören würde, wenn er sich in Freiburg verlaufen hat. Viel Spaß. Sie scham zu bist so bei mir, wenn du. Du bist endlich vor der Stadt heimgekommen. Und du seisch, ich schungli ganz schon vor. Ich mach nummer Schurz mit Mini vor. Ma warti auf die Mensch, des Schadonipsi. Los, du Schludel, mach Dampf. Esch kei Rock, keine Schuh und kei Schmückli dazu. Los, du Schludel, mach Dampf. Und jetzt alle! Ich bin hier die. Auf Tour. Los, du Schlude, mach Dampf. Gleich und spät am Schluss nur. Du fragst schon, wer ist hier gut. Los, du Schlude, mach Dampf. Wie, das war schon? Das war. Das reicht, das war super. Cool. Los, du Schlude, mach Dampf. Hast du verstanden, was das heißt? Nee. Also es übersetzt so viel wie los, du Trödel-Liese, mach voran, du Schluddel. Jemand, der schludert oder langsam ist. Ah, okay, ja, schludern kenne ich. Aber die Stimmung war besser als im Musikantenstadel gerade hier, fand ne, ich oder? Auch, ne? Hast du gemerkt, wie der fand ich auch. Da ging's ja. Ja. Also ich finde Rüdiger Hoffmann für einen Ostwestfalen fast ekstatisch. Ja, ja. So was hätten wir mal beim Eurovision Song Contest gebrauchen können. Wir kommen jetzt zu den Results of the Pfälzisch Jury. Chaco, wie hat es dir gefallen? Les résultats pour les chansonniers extra-subordinaires Rüdiger Hoffmann de la région superfantiste La Palz sont 11 points von der Domnapspatze Speyer, 9 points von der Winzergenossenschaft Dubeglas Schoppe Petzer et 12 points directement vom Bad Türk, einem von der größten Weinfesten der Welt, Le Marché de la Wurst.
Chapeau, Monsieur Abekos. Der Mann hat das vorgelegt, oder? Du musst dich natürlich jetzt anstrengen. Ist er Rüdiger Illitsch aus Freiburg? And here are the results of the Serbian jury. 10 points from the Orangenhaut Selbsthilfegruppe of the Alpverein und Schmettingen. 11 points from the Betriebskapelle of the Kläranlage Sindelfingen. And 12 points from the Serbian Grasdackel Dodo vom Detroitlingen. Profi, das ist klar. Allerdings, ne? Du weißt jetzt, was die Fachleute über dich sagen, aber du musst natürlich unser Studiopublikum von dir überzeugen, dass du hier hingehörst. Ja. Und das kannst du jetzt in unserer letzten Spielrunde nochmal richtig machen. Mhm. Es geht um dein Schauspieltalent. Ah. Trink nochmal einen Schluck. Ja. Und unser Spiel heißt Spiel's doch. Und der Chaco wird uns helfen. Ich habe gerne Asterix und Obelix gelesen. Ja, ich auch. Ja. Du darfst heute bitte den Obelix geben. Oh. Darfst diesen wunderbaren Helm, den wir hier in unserer Heimwerkstatt selbst geklöppelt haben, aufsetzen. Das ist der Asterix. Du bist aber zu groß für den Asterix. Du setz dich bitte hin. Das auch hier? Oder? Ja. Ich glaube, da müssen wir. Haben wir eine Kamera? Vielleicht, das würde ich gerne mal. Rüdiger Hoffmann mit Haaren. Noch sieht es nach. Schön. Sehr gut. Noch Pippi Langstrumpf und jetzt wie aus dem Obelix, wie aus dem Gesicht geschnitten. So? Ja, du siehst gut aus. Jetzt der Bauch noch ein bisschen rausstrecken, der Ronse. Sauber. Der Text steht auf dieser Schieferplatte. Und hinsetzen auch. Du kannst stehen bleiben, finde ich. Das sieht fast besser aus. Ja? Ihr beide seid soweit klar. Ach so, ne? Das Ganze spielt jetzt, ist auf Pfälzisch übrigens, Rüdiger, ne? Das ist ganz schön schwer, die Tafel hier. Das ist Schiefer, ne? Er steht richtig, glaube ich, ja. Ach so. Ich muss vielleicht kurz was vorweg schicken. In einem kleinen gallischen Dorf gibt es Probleme. Eigentlich müsste ich pfälzischen Dorf fast sagen. Ne? Asterix und Obelix sind belagert von einem fremden Stamm, den Schwaben. Und das Problem ist, der Zaubertrank ist weg. Viel Spaß. Herr, Herr, Obelix, draußen steht die Schwab und will uns platt machen. Bist du bereit? Mach mich bloß nicht Heckewelsch jetzt. Dem Miraculix hat gesagt, die schwäbische Hannebommel hätten unseren Zaubertrank geklaut. Komm, jetzt mach dir mal nicht ins Hemd. Ich will alle nicht kämpfen gegen die Armee von denne Dolbohrer da. Kein Problem. Ich hab mich gestern Nacht in denn ihr Lager geschlichen und hab unseren geklauten Zaubertrank unbrauchbar gemacht. Du hast horische Knepp und Tofu, Wurst, Zippel, neu. Nee, ich hab einfach 5 Flaschen von denen ihrem Trollinger neu geschüttet. Ah, super. Wenn sie das saufen, sind sie fertig wie Rip. Die überkandidelte Iwerkscheide. 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 Genau so ist es, weil wie hieß schon in der Werbung? Kenner trinkt ein Württemberger. Also, ihr könntet aber auch damit auf. Du kannst sie auch anlassen, ja. Ich finde, ihr könntet damit auch auf Tournee gehen. Also. Ja. Ja, der Pott bringt einen Druck hinter die Rolle, also das ist Wahnsinn. Ja, das denkt man bei mir ja, nicht. Ne? Wahnsinn. Ja, ja. Wie war das? Iwerkscheide heißt Übergescheiter? Oder ja, was? Also Iwerkscheide eigentlich, ja, Iwerkscheid halt so ein Klugscheißer halt, ne? Ja, ja, ja. Iwerzweiche, Iwerkandidel, Iwerkscheide. Dodo, ich meine, der Rüdiger gibt alles, reicht das für den Südwesten? Oder was sagst du, klappt das mit dem Hallöl erstmal? Also, zuerst war ich ein bisschen misstrauisch, weil, wo ich die Frisur gesehen habe und den Bart, habe ich gedacht, er will sich so ein bisschen eingrätschen, hat sich da ein bisschen vorbereitet. Aber es ist, glaube ich, tatsächlich ernst gemeint. Was ich immer noch super finde am Rüdiger, schwätzt nicht so viel, hat als Kind seine Impfungen auf jeden Fall nicht mit der Plattenspielernadel gekriegt.
Und was ich auch super finde, was ihr als Jau habt, das sind wir auch. Wir sagen Hanno. Ja. Das kann alles Häuser von. Also wenn einer sagt, mein Nymphensittich ist verrückt, dann sagst du Hanno. Und du kannst Hanno auch sagen, wenn du sagst, Rüdiger, herzlich willkommen im Südwesten. Danke. Ich bin mal gespannt, was der kritische Pfälzer sagt. Also, ich weiß ja, dass unser Schwob gern unsere Gäste für sich vereinnahmt. Der will die eigentlich zwar in Südwesten, aber eigentlich will er sie zu der Schwobe-Logge. Ich warne davor. Ich warne davor, weil die Coolheit, die du ausstrahlst, die könnte bei den Leuten falsch interpretiert werden. Die könnte dann sagen, irgendwann, der schafft nichts. Dabei ist es eher eine Art von Gemütlichkeit. Du weißt genau, was im Leben wichtig ist und was nicht. Deswegen sagen mir Pelzer, so ähnlich wie es die Ostwestfalen wahrscheinlich auch sagen, Arbeit macht das Leben süß, das will ich nicht bestreiten. Wie gut, dass uns einer ist, kein Freund von Süßigkeiten. Komm zu uns! Vielen Dank. Ja, also das sieht da ganz gut aus. Du solltest aber jetzt unser Publikum überzeugen, dass sie jetzt gleich auch den Daumen für dich hochnehmen. Mhm. Du kommst ja bald auch in den Südwesten auf Tournee mit deinem Programm Aprikosenmarmelade. Aprikosenmarmelade. Muss gerade mal gucken. Am 30.11. in Karlsruhe, einen Tag vorher Neustadt an der Weinstraße und im März in Heidenheim und Nürtingen. Aber bevor du jetzt hier hinkommst, hast du jetzt noch mal Zeit, mit einem Schlussplädoyer das Publikum richtig einzustimmen und zu überzeugen. So, ja. Und wie lange habe ich Zeit dafür dann? Ja, so 30 Sekunden. Ach, so, sagen wir mal. So. Aber du machst das mit dem Stehen. Ah, okay, ja. Also, was müsste ich jetzt sagen, um die dann, damit die auch so... Genau, dass die sagen, du bist der Richtige und sei, und überzeugt das Publikum. Ja, also, okay, Zeit läuft schon, oder? Ja. Okay. Ja, also ich würde gerne dazugehören und ich finde, es passt auch gut, weil wir so vom Tempo her schon ganz gut alle zusammenpassen. Und also... auch meine hervorstechendste Eigenschaft, und das passt auch wieder mit vielen hier zusammen, ist ja eben, Schlagfertigkeit. Das merkt man ja auch. Das merkt man direkt. Merkt man, ne? Absolut. Ja, ne? Ja. Liebes Publikum, Rüdiger Hoffmann hat sich sehr gut präsentiert, hat alles gegeben, aber jetzt kommen wir zum großen Punkt, zur Abstimmung. Ist er der Richtige für den Südwesten? Und deswegen möchte ich jetzt von unserem Publikum einen Daumen nach oben oder nach unten sehen. Liebes Publikum, bitte jetzt den Daumen raushalten. Oh, ein roter, können wir sonst nur grün, ich sehe. Ja, da hinten ein roter, ja. Das sieht doch super aus. Herzlich willkommen. Du bist Dankeschön. Hier gerne gesehen. Im sehr gerne. Rüdiger Hoffmann, danke schön. Dodo und Chaco, kommt bitte nach vorne. Danke. Ja, es war doch eine wunderbare Sendung. Wenn Sie mehr sehen wollen, nächsten Montag wieder um 22.30 Uhr hier im SWR Fernsehen. Wir nennen uns Verstehen Sie was. Rüdiger Hoffmann war heute da. Chaco und Dodo, danke schön. Und wir sagen Ade oder Hallo auf. Oder wie man in Köln sagt, Marit Jod. Tschüss. Thank you.